Na, da hat aber mein Vorgänger gewaltig gepfuscht. Früher wurde viel mit der Hand gemacht, aber heute haben wir tolle Maschinen zur Unterstützung. Erst einmal prüfen, ob genug Saft auf der Leitung ist. Alles wie immer. Zwei arbeiten und drei schauen zu. Da haben sie doch schon selbst dran rumgefummelt. Oder? Das schaff ich nicht alleine. Da muss ich ein Kollege mit ran. Mit etwas Schmierer rutscht das gleich besser. Keine Sorge, das trocknet gleich. Ich puste Ihnen das Rohr durch. Dann müsste es wieder laufen. Sind Sie sicher, dass Sie dafür eine Rechnung brauchen? Leg lieber noch einen Keil drunter. Das muss jetzt erst einmal hart werden. Die Latte muss noch genagelt werden. Wenn das Konstrukt hier weiter an Stabilität verliert, passt das alles nicht mehr zusammen. Baggern ist das er und er. Ich pump das Zeug jetzt in die Öffnung. Er steckt fest. Das ist aber sehr feucht. Hier, was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Es ist gleich Feierabend. Ohne Gummidichtung wird es auf Dauer ganz schön teuer.